Und das hat hier zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, zumal wir hier ein sehr konvergentes Gerechtigkeitsempfinden haben, was ein Glücksfall ist in einer Demokratie. Wir sind uns einig, was Gerechtigkeit bedeutet, und wir haben Gerechtigkeit als einen Verfassungswert, dann ist das hier Verfassungsbruch. Und Verfassungsbruch ist deshalb möglich, weil wir keine Demokratie haben. Weil wir dieses Organ, dieses Instrument, diesen Prozess, der unsere breite Mehrheitsmeinung und in diesem Fall unser gemeinsames Gerechtigkeitsempfinden zu einem Gesetz machen könnte, derzeit nicht haben. Weil wir erst ganz am Anfang der Demokratie stehen und noch lange keine echte Demokratie haben. Und so stellen wir uns die Gemeinwohlökonomie vor. Wir wollen nur Fragen demokratisch ausverhandeln und entscheiden. Das ist alles. Wir müssen nicht einmal die Fragen vorgeben. Selbst die 20 Fragen, die die Gemeinwohlökonomie vorschlägt, die 20 Elemente der Wirtschaftsordnung, sind nur Beispiele. Aber über welche 10 oder 20 oder 15 Wirtschaftsverfassungselemente, die dann tatsächlich in der Verfassung enden am Ende, demokratisch diskutiert und entschieden werden, selbst das ist selbstverständlich eine demokratische Entscheidung. Und das ist alles. Und weil jeder Mensch hat, ich komme noch ganz kurz zum Schluss, noch 2 Minuten. Okay. Genau. Also das wäre der Prozess, und die 3 wichtigsten Folgen der Gemeinwohlökonomie wären aus unserer Sicht, jetzt geht es noch einmal zum Inhaltlichen, dass alle Unternehmen vom allgemeinen Wachstumszwang und wechselseitigen Fresszwang erlöst würden. Der Wachstumszwang, woraus resultiert der in der Wirtschaft? Genau, Konkurrenz plus Messung des Erfolgs eines Unternehmens im finanziellen monetären Gewinn. Die Kombination aus diesen beiden ist fatal, ist tödlich für das jeweils andere Unternehmen. Ich muss meinen Gewinn tendenziell maximieren, sonst hat das Konkurrenz. Wir sind gleich am Ende. Sonst hat das Konkurrenzunternehmen das bessere Rating, die günstigere Refinanzierung oder es frisst mich gleich auf. Und auffressen, kannibalisieren, wird derzeit belohnt. Kannibalisieren wird belohnt. Das ist die inhumanste Wirtschaftsordnung, die ich mir vorstellen kann, dass das Kannibalisieren belohnt wird. In der Natur gibt es sowas nicht. Und wenn Sie sprechen am Stammtisch, oder ne, überall in der Natur gibt es das Fressen, der Löwe frisst das Zebra. Aber das ist kein Kannibalismus. Da frisst eine andere Art, um satt zu werden. Kannibalismus, so wie in der Wirtschaft heute belohnt wird, ist, dass ein Löwe nicht nur einen anderen Löwen frisst, sondern alle anderen Löwen frisst, auch wenn er schon satt ist. Aus purer Gier, aus Wachstumszwang. Weil er Angst hat, wenn er nicht alle anderen Löwen auffrisst, bevor ein anderer Löwe alle anderen Löwen auffressen hat, dann wird er auch auffressen. Angst. Das ist ein total unvernünftiges und inhumanes Ordnungsprinzip für die Wirtschaft. Und die Unternehmen könnten ihre optimale Größe anstreben, wenn sie keine Angst mehr haben brauchen, dass sie gefressen werden. Und das erlaubt die kopernikanische Wende. Wenn die Unternehmen klein bleiben dürfen, angstfrei, dann können sie sich umso leichter gegenseitig helfen. Wenn ich nicht mehr wachsen will, dann kann ich nicht nur Aufträge weitergeben, sondern auch mein Wissen. Und die Wirtschaft könnte zu dem werden, was das lateinische Wort Konkurrenz überhaupt bedeutet, nämlich zusammenlaufen, nicht gegeneinander laufen. Das hieße im Lateinischen Kontrakurrenz. Und wir können zu einer Win-Win-Situation uns vorausarbeiten. Das wäre Kooperation und das wäre die Gemeinwohlökonomie. Letzte Folge, ich glaube an eine Gründungswelle, weil sich Menschen unter diesem Leitstern, wenn der endlich auch für das Verhalten auf den Märkten gilt, schlicht und ergreifend wohlerfühlen werden. Und Wirtschaften macht mit Gemeinwohlbilanz und Gemeinwohlprodukt mehr Freude und mehr Sinn. Jetzt nochmal die Zahlen zum Abschluss. Es sind 541 Unternehmen, 200 erstellen die Bilanz, über 30 Energiefelder, das ändert sich täglich, bis nach Argentinien und Honduras mittlerweile, Großbritannien ist auch schon. Und rund um die Pionierunternehmen hat sich eine AkteurInnenblume gebildet. Ohne irgendeinen Plan haben sich selbstständig Menschen eingegliedert in diesen Prozess mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, und sie agieren als
als BeraterInnen, als AuditorInnen, die die Bilanz abnehmen, als RedakteurInnen, die das Feedback einsammeln, als ReferentInnen, die die Kunde weitertragen, als BotschafterInnen, die in den Verbänden und Parteien lobbyieren und. Auch Sie sind herzlich eingeladen, mit Ihren Fähigkeiten, mit Ihrer Kreativität diesen Prozess zu verstärken und mitzugestalten. Und das sind die ersten Mitgestaltenden, das sind jetzt alles Unternehmen aus links oben Kärnten, die nach einem Jahr die ersten Gemeinwohlbilanzen vorgestellt haben. Rechts oben Steiermark, unten Oberösterreich, Wien und Niederösterreich, und die der Öffentlichkeit gesagt haben, seht her, das ist nicht nur eine Idee, das ist ein lebendiger sozialer Prozess, oder wenn Sie wollen, eine sozialökonomische Plastik. Das ist Südtirol, das ist Bayern. Danke.